Super! Yo, der Traffy hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video. Ja, die Anmoderation ist nicht so elanvoll wie immer, denn heute besprechen wir ein sehr, sehr interessantes Thema. Und zwar besprechen wir das Ende von Dragon Ball Super. Und hört mir bitte beim Anfang genau zu und seid euch dessen im Klaren, dass der zweite Teil von diesem Video ein bisschen Spekulation ist, von dem her, was ich denke, was passieren wird. Aber jetzt kommt erstmal das, was wir wissen. Also, am 1. April 2018 wird die GG no Kitaro Serie den Zeitplatz von Dragon Ball Super einnehmen. Der 9 Uhr morgens Sendeplatz von Dragon Ball Super geht an diese neue Kitaro-Serie. Dragon Super läuft halt, wie wir das halt kennen, im Fernsehen, ganz normal in Japan. Also, Super wird im März enden. Bei der Folge 131 oder Folge 133 ist noch ein bisschen schwer zu sagen, weil die Blu-ray-Box 10 wurde bis Folge 133 gelistet und wir wissen ebenfalls, dass die erste Box 12 Folgen hat und diese Box 12 Folgen hat. Die anderen hatten immer 11 Folgen, aber es scheint auch so, dass das Ganze bei Folge 131 enden könnte. Ist nicht so wichtig, aber erstmal weiter im Text. Und zwar, der Sendeplatz von Dragon Ball Super steht immer noch zur Diskussion, was man genau machen wird mit Dragon Ball. Aber die Serie an sich, die wird erstmal enden. Aber nicht unbedingt das finale Ende, das ganze Ende. Und zwar wissen wir ebenfalls, dass Nozawa, Gokus, Seiyu als Synchronsprecher, Toshio Furukawa, Piccolos Synchronsprecher und Mayumi Tanaka, Krillins Synchronsprecher, alle für diese neue Kitaro-Serie eingeplant ist. Diese Kitaro-Serie ist so eine ganz, ganz alte Serie, die jetzt eine neue Auflage bekommt, warum auch immer, ist aber nicht so wichtig. Also, Ende des Jahres wird ein neuer Dragon Ball Film anlaufen, über den habe ich ja auch schon berichtet und der ist nicht als Superfilm gelistet, sondern als Dragon Ball Film. Der erste Dragon Ball Film seit Resurrection auf F. Also, der Dragon Ball Room ist ein Zusammenschluss, der sich darum kümmern soll, Dragon Ball weiter auszubauen. Dragon Ball an sich, die Serie, die Toriyama geschaffen hat, wird nicht enden. Jedenfalls erstmal nicht. Also, die könnte erstmal in Pause gehen, aber nicht komplett enden. Es wurde uns schon sehr lange angekündigt, dass man mit Dragon Ball einen starken Angriff plant, dass man mit Dragon Ball das Ganze expandieren möchte, dass man mit Dragon Ball sehr, sehr viel machen wird. Dragon Ball als Ganzes, wie wir das kennen, wird uns über die nächsten 10 Jahre nicht weggehen. Ist halt nur die Frage, wie man das vermarktet. Serie, Filme, Specials, Games oder was auch immer, obwohl Games halt eine andere Schublade ist. Die ersten drei Beispiele passen da schon ein bisschen mehr zusammen. So, bei Dragon Ball ging es immer um das Merchandise. Der Grund, warum Dragon Ball Super entstanden ist, war Merchandise. T-Shirts, Figuren und so weiter und so fort. Es ging darum, diese zu verkaufen. Die Einnahmen durch die Serie an sich gehen ja zum größten Teil zu Toei Animation. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, die Serie populär zu machen. Es geht darum, die Leute zum Kaufen zu animieren, dass man halt mit der Marke Dragon Ball viel verdient. Das macht man ja überall so. Das kennt man wirklich von überall, ja. Deswegen, bei Dragon Ball geht es immer um diese Marketinggeschichte. Dragon Ball ist eine Geldmaschine auf der Marketingseite und vom Anime an sich, aber man kann natürlich den Anime pausieren und das Merchandise kann immer noch weiterlaufen. Also ist Dragon Ball Super zwar das Standbein mehr oder weniger, aber es kann enden und der Dragon Ball Plan an sich, also in Klammern, kann immer noch weiter ausgeführt werden. So, Toyotaros Manga-Version wird nächsten Monat die Turnierphase des Universal Survival Arc beginnen, also das Turnier der Kraft wird dann anfangen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich denke, was passieren wird. Und erstmal nochmal, um das Ganze zusammenzufassen, es kommt eine neue Serie, die wird dann Dragon Ball Supers Zeitplan einnehmen oder Sendeplatz einnehmen. Was danach mit dem Dragon Ball Broadcast passiert, also wie das Ganze gemacht worden ist, das hat man noch nicht beantwortet, aber es wurde auch hier schon mal sehr stark gesagt, dass Dragon Ball oder dass die Serie an sich nicht zu Ende ist. Das wurde uns auf jeden Fall hier schon mitgeteilt. Also wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch was kommen, ist halt nur die Frage, wann es kommen wird und wie man das Ganze weitermachen möchte. Das ist noch so ein bisschen ungewiss. Und jetzt kommen wir zu dem, wie gesagt, was ich glaube, was passieren wird. Und zwar, Dragon Ball Super geht mit dem Turnier der Kraft zu Ende und man könnte hier einen Cliffhanger lassen, da ich glaube, dass Dragon Ball Supers Geschichte erstmal zu Ende geht, aber nicht ganz zu Ende geht. Es kann auch normal zu Ende gehen mit einem quasi Happy End und man könnte am Ende eine kleine Hommage an das Originalende von Z mit den 10 Jahres Timeskip bringen, also vom Buak aus gesehen. Ist aber hier die Sache, ist auch nicht so wichtig für das ganze Thema und zwar im Laufe des Jahres 2018 wird Toyotaro seine Manga-Version des Turnier der Kraft zu Ende bringen. Das könnte auch ins nächste Jahr reingehen, denn es sind 7 andere Universen im Turnier der Kraft und wenn man ganz, ganz grob ein Universum pro Kapitel zählt, haben wir alleine schon hier 7 Monate. Aber gerade Universum 6 und 11 werden sehr, sehr klar mehr Kapitel in Zeit nehmen. Bei Toyotaro ist es auch so, dass sein Manga-Kapitel so 40 bis 50 Seiten hat, weil es ein monatlicher Manga ist. Also haben wir hier auf jeden Fall minimal ein Jahr, wie ich das Ganze einschätze, dass diese Turnierphase vom Turnier der Kraft zu Ende geht. Toyotaro braucht auf jeden Fall diese ganze Zeit. Es sei denn, das Ganze wird zu einem wöchentlichen Manga, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Toyotaro auf jeden Fall ungefähr ein Jahr braucht, um
dieses Turnier der Kraft abzuschließen im Manga. Toitaro wird schon seit sehr, sehr, sehr lang als Nachfolger von Toriyama aufgebaut. Das wissen wir auch schon sehr, sehr lange. Er wird immer mehr mit mehr Aufgaben vertraut. Und ich glaube, Dragon Ball als Serie, nicht unbedingt als Super, aber Dragon Ball als Serie wird wieder die traditionelle Weise verfolgen. Der Manga wird vorne sein und der Anime kommt nach. So wie One Piece zum Beispiel, der läuft, der wohl bekannteste Manga, der Manga läuft und der Anime wird dann nachanimiert. So war es auch bei Dragon Ball Z und so ist es eigentlich auch bei jedem anderen Anime. Man könnte das Ganze auch in Season verpacken, aber ich denke, gerade so ein Anime wie Dragon Ball wird dann wieder wöchentlich laufen, aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Toyotaro hat schon sehr große Entscheidungen im Manga selbst getroffen, wie zum Beispiel den Einsatz von Vegeto Blue. Dessen Auftritt war eigentlich nicht geplant, aber Toyotaro dachte, das wäre für die Fans wichtig und deswegen hat Toriyama dem zugestimmt und Vegeto Blue kam im Manga vor und auch im Anime. Dragon Ball wird Ende 2018 einen Film haben und der soll sich um Saiyajins drehen, um die Geschichte der Saiyajins, mehr oder weniger. Toriyama machte vor dieser Ankündigung ein Interview und redete über die S-Zellen, die den Saiyajins verhelfen sollen, den Super Saiyajin zu erlangen und die auch vererbbar sind, zum Beispiel mit Goten und Trunks, deswegen den Super Saiyajin schneller oder einfacher erreicht. Und er hat auch über Yamushi geredet, den ersten Super Saiyajin, die Legende des Super Saiyajin quasi. Also hat er hier schon mal sehr viel Neues zu den Saiyajins enthüllt. Und mit diesem Film wird Dragon Ball wahrscheinlich als Geschichte expandieren, also größer gemacht werden. Das ist das, was ich glaube, was passieren wird. Und zwar, man könnte es ein wenig mit Marvel vergleichen, mit dem Marvel-Universum vergleichen. Momentan wird ja sehr krass Marvel gepusht oder in den letzten Jahren wird Marvel sehr krass gepusht auf der Kinoleinwand. Deswegen haben wir es hier, dass viele extra Geschichten zu Dragon Ball dazukommen. Gerade Toriyama ist jemand, der ganz, ganz gerne kleine Geschichten macht. Das ist ja das gewesen, womit er auch damals sehr, sehr viel zu tun hatte. Auf jeden Fall, Dragon Ball Super geht dann in diese Richtung. Nicht mit 1000 Superhelden wie bei Marvel, das auf gar keinen Fall, aber es geht darum, dass sich vielleicht um mehr Charaktere gekümmert wird, dass halt mehr Geschichte verraten wird oder enthüllt wird. Wir haben damals zum Beispiel den Bardock-Manga gehabt, der nicht richtig dazugehört, aber das ist nur so ein Beispiel, was passieren könnte. Dieser Manga, wo Bardock Super Saiyajin geworden ist, das wurde ja auch zu einer OVA gemacht. Mit den Saiyajins aus Universum 6, also mit Kalifla, Kale und Kaba, hat man auch sehr viel Geschichte offen. Mit Jiren hat man auch noch viel offen und auch mit den Pride Troopers, alleine Gohan und Toppo, Saiyaman meets Pride Troopers, ist so ein Film beispielsweise, wäre ja auch sehr, sehr interessant. Man hat da sehr viel Stuff offen, auch bei den anderen Universen ist noch was offen, was man machen könnte. Gohan und Opi zum Beispiel, die nochmal zu verpacken, also da kann man auch was machen, muss man nicht, aber Universum 6 und 11 sind da nochmal sehr stark offen. Ein Spin-Off-Manga mit Goten und Trunks würde auch Sinn machen, es sind aber nur grobe Beispiele, wie man das Ganze verpacken kann. Ich denke, es würde einfach nur Sinn machen, diese ganze Dragon Ball-Geschichte weiterzuführen, größer zu machen und dass Dragon Ball Super nach so einem großen Arc endet. Passt ganz gut, danach kann man viel weitermachen, wie gesagt, da ist sehr, sehr viel offen, wie man das Ganze dann machen möchte. Ich denke, 2019 ungefähr wird Toyotaro dann mit der Manga-Version von Dragon Ball Super weitermachen und Toyotaro wird dann den Ton angeben. Toyotaro wird wahrscheinlich, wie ich denke, wie gesagt, das ist nur Spekulation, die Geschichte weiter vorantreiben und der Anime wird dann danach kommen. Der wird das Ganze animieren, wie das traditionell immer gemacht wird. So, denke ich, würde das Ganze am meisten Sinn machen, das Ende von Dragon Ball Super zu behandeln. Man könnte auch in dieser Zeitspanne halt das Ende von Z überschreiben. Wir haben auch gesehen, dass Uub vorgekommen ist und das würde ganz viel Sinn machen mit dem, was man auch verbinden möchte. Aber allgemein ist das jetzt wie Plots offen. Mit dem Ultra Instinct, der richtig gelernt werden muss, mit den Götterzerstörung, mit dem Daishinkan, mit Jiren und Goku, mit Goku und Hit, die sich ebenfalls eigentlich Versprechen gegeben haben, dass sie nochmal kämpfen werden, dass sie sich nochmal aufheben werden im Turnier der Kraft. Also Dragon Ball als Geschichte oder sagen wir mal Dragon Ball Super als Geschichte hat noch sehr viel offen. Natürlich muss man das Ganze nicht behandeln, aber ich denke, gerade weil so viel Potenzial geschaffen worden ist im Hinblick von Universum 6, als Beispiel, wird es noch mehr dazu geben. Ich denke, Dragon Ball wird als Serie nicht enden. Das ist einfach nicht möglich in dem Sinne, weil gesagt worden ist, Dragon Ball wird vermarktet, Dragon Ball wird expandiert, Dragon Ball wird groß gemacht. Dass Dragon Ball Super hingegen jetzt Ende März enden wird oder besser gesagt pausiert wird, macht aber auf jeden Fall Sinn. Und danach müssen wir halt gucken, wie wir weitergehen mit den Dragon Ball Filmen, denn es wurden 3 angekündigt, es wurden 3 Domains angemeldet für 3 aufeinanderfolgende Jahre. Was wird da gemacht, ist halt die Frage. Und inwiefern die zur Serie gehören und was man dann danach macht nach Dragon Ball Super ist auch noch so ein bisschen offen. Man könnte zum Beispiel Dragon Ball Z haben, Dragon Ball Super und dann als Beispiel Dragon Ball Next Generation oder so, ja. Also hat man dann auch sehr, sehr viel offen, dass Dragon Ball Super endet. Ich möchte es gar nicht so oft wiederholen, aber ich denke schon, es ist wichtig, das oft zu wiederholen. Dass Dragon Ball Super jetzt pausiert oder erstmal endet, heißt nicht, dass die Dragon Ball Geschichte für uns zu Ende geht oder ähnliches. Das ist auf gar keinen Fall der Fall. So, das war jetzt eigentlich alles zu dem Thema,
mal, was wir bis jetzt wissen. Und jetzt mache ich so ein bisschen Real Talk, sage ich mal, zu meiner Situation, weil ich bin ja sehr bekannt für sehr viele Dragon Ball Super Videos und das soll nochmal ein kurzer Anschluss sein zu dem Video. Wenn euch das interessiert, ist es okay, dann könnt ihr gerne jetzt wegschalten. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr schon mal bis hierhin geschaut habt und für die anderen auf jeden Fall kommt jetzt das zu meiner Situation auf dem Kanal. Und zwar, Dragon Ball ist eine sehr, sehr krasse Serie, eine sehr, sehr interessante Serie und wenn Dragon Ball Super dann enden wird im März, dann werde ich nicht aufhören, diese Videos zu machen. Ich möchte immer noch über diese Serie reden. Ich habe auch mir schon ein paar Gedanken gemacht, was ich noch machen kann zu diesem ganzen Thema. Deswegen wird da nochmal viel kommen. Dokkan wird auch weiterlaufen, Heroes wird weiterlaufen, viel wird weitergehen. Ich werde sowieso nicht so viel Dokkan auf dem Kanal machen, aber es wird noch viel kommen. Dragon Ball Film News werden nochmal kommen über das ganze Jahr, Trailer und weiß ich nicht alles. Also da wird noch viel kommen, der Manga läuft noch weiter. So, Dragon Ball Content an sich wird jetzt hier nicht enden. Ich werde mal gucken, wie ich dann weitergehe als YouTuber, als Content Creator. Das ist nochmal so eine Sache. Wir haben Boruto, wir haben One Piece, die immer noch da sind. Wir haben My Hero Academia, wir haben Attack on Titan, wir haben ganz viele neue Serien. Mal gucken, in welche Richtung ich den Kanal pushe. Aber für euch ist hier ganz, ganz wichtig. Ich denke mal für den Großteil von meiner Community. Dragon Ball Videos an sich werden nicht enden. Was wäre wenn Videos, Erklärvideos, Analysenvideos, sowas wird alles noch kommen. Ich habe noch viel in Planung, deswegen, da brauche ich auf jeden Fall keine Sorgen machen an der Stelle. Und ja, ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was denkt ihr über das ganze Thema mit Dragon Ball Super, dass die Serie erstmal pausieren wird. Was sind eure Vorstellungen, was man machen könnte als weitere Expandierung im Universum selbst und alles, was ihr sonst noch dazu schreiben wollt. Ansonsten bin ich raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben auf dem Video hier freuen und ein Abo auf den Kanal, falls ihr nicht getan habt. Bis dahin, haut rein. Vorerst verabschieden sich Son Goku und seine Freunde. Doch so ein Abschied muss ja nicht für immer sein. Wie gesagt, das Leben ist ein ewiger Neuanfang. Und vielleicht wird auch Son Goku schon bald neue Abenteuer erleben.